Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhaft. Ein neues Kapitel, wir nennen das natürlich auch der Lohn der Tat, weil es hier sich wieder mal um eine Ritterkreuztat handelt. Ich habe es schon oft genug gesagt und ich möchte das immer wieder klarstellen. Es geht hier nicht um das politische System, das diese Ritterkreuze verliehen hat. Es geht um die soldatische Tat auf dem Schlachtfeld. Und wir beleuchten ja nicht nur deutsche Soldaten, die mit dem Ritterkreuz beliehen worden sind, sondern wir beleuchten auch Amerikaner und Engländer, die quasi mit der Medal of Honor, dem Victoria Cross, beliehen worden sind. Da arbeiten wir gerade dran, dass wir da so in Kürze auf euch zukommen. Und deswegen ist es, wie gesagt, eine objektive Begutachtung der Leistung auf dem Schlachtfeld. Das ist mir ganz wichtig. Gut. Was ist heute das Thema? Heute kümmern wir uns um einen Sturmgeschützmann, und zwar den Horst Naumann. Und erstmal ein Riesendank an den Herrn Dr. Roman Töppel, der uns diesen Text für unseren Beitrag zur Verfügung gestellt hat. In diesem Sinne nochmal vielen Dank. Der Herr Dr. Roman Töppel hat diesen Herrn Naumann quasi analysiert. Er hat das zu Papier gebracht, wie er das damals erzählt hat. Und das natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, historisch korrekt analysiert. Und das ist natürlich für uns super, dass wir so einen Text einfach übernehmen können. Das Besondere ist natürlich, Sturmgeschütze sind keine Panzer. Das wissen wir natürlich alle. Die sind ja auch als Geschütz angesprochen und nicht als Panzer. Es gibt den Dienstgrad Wachtmeister dort, wie bei den Artillerieeinheiten. Deswegen ist es ein klein bisschen anders. Aber sie haben Ketten und so sind sie auf jeden Fall schon mal dicht dran. Ich finde es auch interessant, wie der Horst Naumann in diesem Bericht selbst erzählt, wie er zu seinem Ritterkreuz gekommen ist. Ich will da aber nicht zu viel verraten. Bevor es aber gleich losgeht, natürlich wieder mal dieser Einspieler mit den Kanalmitgliedschaften. So Freunde, ganz wichtig, es gibt was Neues, und zwar haben sich die Kanalmitgliedschaften geändert. Ihr könnt den Kanal jetzt unterstützen als Kanalmitglied für 1,99 oder als Barkhaftsfreund für 4,99 oder als Barkhaftsförderer für 9,99. Natürlich hat jede Stufe seine Goodies und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch den Weg dahin findet. Vielen Dank. So, und jetzt werdet ihr euch fragen, warum macht er das denn immer wieder? Weil das ewige daran erinnern immer mehr Leute in die Kanalmitgliedschaft bringt und das bringt uns natürlich weiter. Und die, die schon Kanalmitglieder sind, gehen in die höheren Stufen rein. Das hilft uns natürlich auch noch weiter. Gibt ja extra Videos, gibt ja extra Livestream und so, also alles ein bisschen mehr als sonst. Und das funktioniert sehr gut und die Leute sind bis jetzt noch ganz begeistert. Deswegen mache ich da weiterhin auch sehr viel Werbung. So, für die Leute, die die Intros nicht mögen, bin gleich fertig. Und für die Leute, die die Intros immer fordern, ich mache natürlich nicht mehr zu jedem Video ein Intro, aber ab und zu habe ich meine 10.000 Worte und die will ich auch loswerden. Genug geredet für den Anfang, jetzt geht's los mit Horst Naumann, Sturmgeschützmann und seine Ritterkreuztat an der Ostfront. Hamburg, Heeresoffizierschule 2 der Bundeswehr 1966. Ein dynamischer Major der Panzertruppe, auf dessen Gesicht fast immer ein verschmitztes Lächeln spielt, betritt den Unterrichtsraum. Es ist Horst Naumann, seit Oktober 1964 Taktiklehrer und Hörsaalleiter. Bei den Soldaten ist er aufgrund seiner zugänglichen Art und seines unverwüstlichen Humors sehr beliebt. Die Soldaten wissen, dass er für manchen Spaß zu haben ist und dass er auch Spitzen, die sich gegen ihn richten, nicht krumm nimmt. Und so wundert ihn nicht, dass die Wandtafel heute mit einem Spruch verziert ist. Lugendicht, befiehlt Unteroffizier Naumann. Der Major blickt in erwartungsvolle Gesichter, findet aber zunächst keine Erklärung, bis einer der Soldaten nachfragt, sind Sie der Unteroffizier Naumann, welcher... Gerade ist Paul Karels Bestseller »Verbrannte Erde« erschienen. Einer der jungen Soldaten ist in dem Buch auf eine Stelle gestoßen, an der beschrieben wird, wie ein 21-jähriger Berliner Unteroffizier namens Horst Naumann 1943 im Kessel von Demjansk mit seinem Sturmgeschütz in einem Gefecht 6 sowjetische Panzer abschoss und dafür mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet wurde. »Lugendicht«, befiehlt Unteroffizier Naumann. So beginnt die Passage. Ja, das sei er gewesen, bestätigte der Major. Später wird er immer mit einem Augenzwinkern über Karels »Verbrannte Erde« sagen, das ist das Buch,
in dem ich unter Napoleon stehe. Im Namensregister findet sich Unteroffizier Naumann tatsächlich unter dem Kaiser der Franzosen. Und nun muss er erzählen, und Naumanns Gedanken gehen zurück zu jenem Neujahrstag vor 23 Jahren, zu jenen Ereignissen, die ihn eine Zeit lang zum gefeierten Helden machten. Doch von Heldentum und Heldenverehrung will Naumann nichts wissen, wenn er auf sein Ritterkreuz angesprochen wird. Immer wieder betont er, es gehört vor allem Glück dazu. Und Glück hatte Naumann damals wirklich, riesiges Glück. So Frankowo, Russland, 1. Januar 1943. Schon seit mehreren Monaten kämpft die Sturmgeschützabteilung 184 im Kessel von Demjansk, der nur durch einen schmalen Landkorridor mit den Hauptkräften der Heeresgruppe Nord verbunden ist. 12 deutsche Divisionen stehen in diesem Kampfraum und seit 5 Wochen versucht die Rote Armee mit weit überlegenen Kräften den Korridor zusammenzudrücken und die deutschen Verbände einzuschließen. Einer der Brennpunkte der Kämpfe ist die kleine Siedlung Sofronkova, etwa 20 Kilometer westlich von Demjansk. Dort steht die 225. Infanteriedivision in schweren Kämpfen gegen sowjetische Truppen, die immer wieder von Norden angreifen und versuchen, nach Sofronkovo durchzubrechen. In der Ortschaft selbst hat das Grenadierregiment 377, das von dem Ritterkreuzträger Oberstleutnant Hermann von Borries kommandiert wird, seinen Gefechtsstand. Etwa 800 Meter nordöstlich von Sofronkovo befindet sich der Eckpfeiler des Regimentsabschnittes, die Anhöhe P73,4. Der Auftrag des Grenadierregiments 377 für den Neujahrstag heißt schlicht und knapp Halten der HKL. Denn mit weiteren sowjetischen Angriffen wird fest gerechnet. Zur Unterstützung der Grenadiere werden im Regiment 2 Sturmgeschütze der 3. Batterie Sturmgeschützabteilung 184 unterstellt. Eines davon führt Unteroffizier Horst Naumann, das andere Unteroffizier Rudolf Riss. Am Morgen des 1. Januar 1943 fahren Naumann und Riss zunächst zum Gefechtsstand des Grenadierregimentes 377 in Sofronkovo. Dort erhalten sie ihre Aufträge. Sie sollen die Riegelstellung des Regimentes in der Höhe P73,4 gegen sowjetische Panzer sichern. Naumanns Sturmgeschütz, ein Fahrzeug der ersten Baureihe, das noch mit einer kurzen 7,5 cm Sturmkanone L24, auch Stummel genannt, ausgestattet ist, ist für den Kampf gegen feindliche Panzer nicht so gut geeignet wie das Geschütz von Riss, das mit einer Langrohrkanone versehen ist. Zwar gibt es seit einigen Monaten auch für die Stummelkanonen wirkungsvolle Munition, nämlich Hohlladungsgranaten. Allerdings sind diese aufgrund der geringen Anfangsgeschwindigkeit nicht besonders treffsicher. Ein Kampf gegen feindliche Panzer empfiehlt sich deshalb nur bis zu einigen hundert Metern Entfernung. Demgegenüber könnte ein sowjetischer T-34 mit seiner 76mm Kanone die nur 5 cm starke Frontpanzerung an Naumanns Sturmgeschütz bereits auf 1500 Meter Entfernung durchschlagen. Das Geschütz von Risse ist hingegen stärker gepanzert und seine Feuerkraft den sowjetischen Panzern überlegen. Deshalb geht Riss mit seinem Sturmgeschütz rechts von der Höhe P73,4 in Stellung. Dort werden eher sowjetische Panzerangriffe erwartet, als im linken Abschnitt, den Naumann zur Sicherung zugewiesen bekommt. Um 7 Uhr morgens legen die sowjetischen Truppen Feuer auf die deutschen Linien. Zunächst streuen sie das Gelände nur mit Granatwerfern ab, doch um 9.30 Uhr setzt anhaltender, schwerer Artilleriebeschuss auf die Stellung an der Höhe P73,4 ein. Ein untrügliches Zeichen, dass ein sowjetischer Angriff bevorsteht. Nach etwa einer Stunde lässt das Feuer nach und Naumann öffnet die Luke seines Sturmgeschützes, um das Gelände abzusuchen. Direkt vor ihm Richtung Norden ist nicht zu erkennen. Dafür erblickt er auf der Höhe P73,4 rechts vor ihm den Turm eines T-34. Aus der günstigen Hinterhangstellung gelingt es Naumanns Besatzung,
den Panzer aus einer Entfernung von etwa 80 Meter abzuschießen. Unmittelbar danach tauchen drei weitere Panzer auf der Höhe auf. Naumann spricht sie als ein T-34 und zwei leichte Panzer an. Wahrscheinlich handelt es sich bei den letzteren um T-70, 10 Tonnen schwere Kampfwagen, die mit einer 45 mm Kanone ausgestattet sind. Innerhalb weniger Minuten gelingt es Naumanns Richtunteroffizier, die drei Panzer in Brand zu schießen. Und nun hat Naumann zum ersten Mal an diesem Tage beinahe unglaubliches Glück. Denn im Folgenden macht er zwei schwere taktische Fehler, die ihm und seiner Besatzung leicht hätten das Leben kosten können. Da sich keine weiteren sowjetischen Panzer zeigen, entschließt sich Naumann, den Schutz seiner Hinterhangstellung zu verlassen und auf die Anhöhe zu fahren, um nachzusehen, ob noch mehr Panzer kommen. Als er die Kuppe der Höhe erreicht hat, erkennt er in etwa 200 Meter Entfernung einen T-34, der auf ihn zufährt. Naumann eröffnet das Feuer, doch der sowjetische Panzerkommandant stoppt nicht etwa, um Naumanns Geschütz zu bekämpfen, sondern hält weiter auf die Höhe zu. Naumanns Richtunteroffizier muss 6 Schüsse abgeben, bevor der T-34 in 100 Meter Entfernung brennend zum Stehen kommt. Da Naumann auf der Höhe wie auf einem Präsentierteller steht, beginnt sich die sowjetische Artillerie auf ihn einzuschießen. Nun macht der junge Unteroffizier den zweiten schweren Fehler. Jeder Panzerkommandant und Sturmgeschützführer lernt, dem Gegner stets nur die Front des eigenen Fahrzeuges zu zeigen und nicht die schwächer gepanzerten Seiten oder das Heck. Doch Naumann will so schnell wie möglich wieder in seine schützende Hinterhangstellung. Er lässt seinen Fahrer wenden, um von der Höhe herunterzufahren. In dieser Lage könnte das Sturmgeschütz mit seiner nur 3 cm starken Heckpanzerung sogar von einem leichten sowjetischen Panzer abgeschossen werden. Doch wieder hat Naumann unglaubliches Glück. Als sein Geschütz bereits mit dem Heck zum Feinde steht, blickt er sich noch einmal um und erkennt, dass aus dem wenige 100 Meter entfernten Wallstück auf der Feindseite mit hoher Geschwindigkeit ein sowjetischer Panzer auf ihn zufährt. Naumann spricht ihn als T-34 an. Warum der Kommandant des sowjetischen Kampfwagens nicht die Gelegenheit ergreift, Naumanns Sturmgeschütz auf diese kurze, absolut tödliche Schussentfernung unter Feuer zu nehmen, ist kaum zu verstehen. Stattdessen geschieht etwas scheinbar Absurdes. Der sowjetische Panzer fährt weiter mit voller Fahrt auf die Höhe zu. Naumann muss seinen Fahrer wieder wenden lassen, denn ein Sturmgeschütz hat keinen drehbaren Turm. Ein Gegner muss stets mit dem gesamten Fahrzeug angerichtet werden. Bis es dem Fahrer in dem tiefen Schnee gelingt, das Geschütz in Schussposition zu bringen, ist der sowjetische Kampfwagen bereits auf ca. 50 Meter herangekommen. Naumann ist überzeugt, dass der Gegner versuchen will, ihn zu rammen. Nach dem ersten Treffer, den Naumanns Richtunteroffizier anbringen kann, bleibt der T-34 endlich stehen, um das Feuer zu erwidern. Mit einem Treffer in den Drehkranz gelingt es, Naumanns Richtunteroffizier den Turm des sowjetischen Panzers zu verklemmen, sodass er das Sturmgeschütz nicht mehr anrichten kann. Nach dem dritten Treffer ist der T-34 außer Gefecht gesetzt und beginnt zu brennen. Damit ist der Kampf beendet. Naumanns Besatzung hat 6 sowjetische Panzer abgeschossen und damit den sowjetischen Angriff zum Scheitern gebracht. Die sowjetischen Truppen unternehmen an diesem Tag keine weiteren Vorstöße auf die Höhe P-73,4. Einer unsagbaren Glückssträhne hat Naumann nicht nur zu verdanken, dass er dieses Gefecht unbeschadet übersteht, sondern auch, dass sein Erfolg Anerkennung findet. Später wird er in seiner Berliner Art darüber sagen, man muss zunächst mal die Glück haben, in die richtige Lage zu kommen, möglichen Schiss überwinden und dann richtig handeln. Und dann musste wieder das Glück haben, dass alles klappt. Vor allen Dingen aber, es muss jemand gesehen haben. Möglichst einer von ganz oben. Naumanns Gefecht hat jemand gesehen, und zwar der Kommandeur des Grenadierregimentes 377, Oberstleutnant von Boyes, dessen Gefechtsstand nur ein paar hundert Meter von der Höhe P-73,4 entfernt ist. Als Boyes den Gefechtslärm auf der Höhe hört und die ersten beiden Rauchsäulen abgeschossener Kampfwagen aufsteigen sieht, glaubt er zunächst, dass die beiden eigenen Sturmgeschütze abgeschossen worden seien. Doch wenige Augenblicke später steigen weitere Rauchsäulen auf.
Es kann sich also nur um abgeschossene Feindpanzer handeln. Als er erfährt, dass ein einzelnes Sturmgeschütz, noch dazu eines mit einer Stummelkanone, kurz hintereinander 6 gegnerische Panzer abgeschossen und damit den sowjetischen Angriff auf die Höhe P-73,4 abgewehrt hat, ist er so begeistert, dass er den Geschützführer umgehend zur Verleihung des Ritterkreuzes vorschlägt. Bereits 3 Tage später wird dem Antrag stattgegeben und dem jungen Unteroffizier Naumann die hohe Auszeichnung verliehen. Ungewöhnlich schnell. Die persönliche Verleihung erfolgt am 9. Januar 1943 durch Generalleutnant Gustav Höhne, den Führer der Gruppe Höhne, dem die 225. Infanteriedivision untersteht. Oberstleutnant Borries, der sich mit so großem Nachdruck für die Auszeichnung Naumanns eingesetzt hat, erlebt die Überreichung des Ordens an Naumann aber nicht mehr mit. Am 4. Januar, dem Tag, an dem die Verleihung genehmigt wird, wird er schwer verwundet und muss sein Regiment abgeben. Borries stirbt am 16. Februar 1943 in einem Feldlazarett an den Folgen seiner Verwundung. Naumann bleibt nach der Ritterkreuzverleihung nicht mehr lange bei der Sturmgeschützabteilung 184. Im April 1943 wird er an die Artillerieschule 2 in Jüteborg kommandiert und nimmt an einem Fahnenjunkerlehrgang teil. Nach erfolgreichem Abschluss folgt seine Versetzung zur Sturmgeschützersatz- und Ausbildungsabteilung 200 in Schweinfurt. Dort wird er im Oktober 1943 zum Leutnant befördert. Im Dezember 1943 übernimmt er einen Zug in der Sturmgeschützabteilung 322 und kämpft mit diesem Verband mehrere Monate an der Ostfront. 2-mal wird er schwer verwundet. Im März 1944 erhält er einen Kniedurchschuss und muss für mehrere Wochen ins Lazarett. Im Juli 1944 verletzen Granatsplitter seine Lunge, sein linkes Auge und seinen rechten Oberarm. 5 Monate braucht er, bis er sich von dieser Verwundung erholt hat. Im Frühjahr 1945 muss er noch einmal an die Front. In Brandenburg und Mecklenburg kämpfte er in den letzten Kriegswochen als Zug- und Batterieführer im Verband der Sturmgeschützbrigade 210. Anfang Mai begibt er sich in westalliierte Gefangenschaft und verbringt 1 Jahr in amerikanischem, dann im britischen Gewahrsam. Mit Amerikanern und Briten macht er gute Erfahrungen, was seinen Entschluss mitbestimmt, Anfang 1956 in die Bundeswehr einzutreten. Naumann beginnt seinen Dienst am 1. März 1956 als Oberleutnant und Dezernent im Wehrbereichskommando 2 in Hannover. Noch im selben Jahr wird er zum Hauptmann befördert. Im November 1958 übernimmt er die 3. Kompanie des Panzerbataillons 3 in Hamburg. Sein Kommandeur ist Heinz Günther Guderian, der Sohn des berühmten Panzergenerals Heinz Guderian. Im folgenden Jahr wird Naumann zum Panzerbataillon 84 nach Lüneburg versetzt und 2 Jahre später zum Major befördert. In den nächsten Jahren folgen weitere Versetzungen und Kommandierungen, doch eines bleibt gleich. Naumanns unverwechselbarer Berliner Charme, den er auch in seiner neuen norddeutschen Heimat behält, sowie sein schier unerschöpflicher Vorrat an Witzen und heiteren Anekdoten. Über seine Teilnahme an einem Generalstabslehrgang der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg 1963-64 berichtete er später: Da hatten wir jede Menge Fachlehrer, zum Beispiel für Transportwesen, für Artillerie, für Versorgung, für Geschichte und so weiter. Und da wurden jede Menge Umdrucke verteilt von den Oberstleutnanten und Obersten, natürlich alles bierernste Fachliteratur. Und da habe ich mich zum Fachlehrer für Unterhaltung ernannt. Meine Umdrucke waren die begehrtesten Papiere. Über Naumanns Humor erzählt einer seiner besten Freunde: Meine Wangenknochen taten immer weh, wenn ich 1 Stunde mit ihm zusammen war. Als Oberstleutnant scheidet Naumann 1979 aus dem aktiven Soldatenleben aus. Der Truppe bleibt er aber treu. Er pflegt weitere Kontakte zu seinen Kriegskameraden von der Sturmartillerie und zu den Soldaten der Panzertruppe der Bundeswehr. Er nimmt sich viel Zeit für Interessenten und beantwortet hilfsbereit und unermüdlich zahlreiche Briefe, die er aus aller Welt erhält. In Bezug auf seine Erfolge während des Krieges bleibt er dabei stets bescheiden. Sein größter Stolz ist ohnehin nicht sein Ritterkreuz. Sein größter Stolz ist seine Familie, sind seine Frau und seine 2 Töchter.
Am 27. November 2000 erliegt Horst Naumann einer schweren Krankheit. Zu seiner Beerdigung erklingt die Melodie eines Liedes, das ihn treffend charakterisiert. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. So, das war die Ritterkreuztat von Horst Naumann mit seinem Sturmgeschütz. Großes Dankeschön an den Herrn Dr. Roman Töppel, dass wir seine Abhandlung dieser Ritterkreuztat hier vortragen dürfen.